jetzt auch noch ganz übers Feld, nicht? Ups. Sagen Sie, geht es Ihnen gut? Weil ich gesehen habe, irgendwie so, Sie können hier vielleicht Hilfe brauchen mit Ihrem Schwein. Ja. Sie sind hier, sind Sie am Spazierengehen hier mit dem Tier, oder? Ja, ich wollte das mit dem Schwein, wollte ich mal irgendwie was unternehmen, nicht? Das sitzt ja doch immer im Käfig drin und das tut mir leid. Gucken Sie mal, das will schon wieder Richtung Wald. Ja, aber dann verschwindet es ja. Ey. Ja, und das haben Sie vor, Sie wollen hier Ihr Schwein loswerden, oder was? Nee, der könnte ich ja in den Wald gehen und dann kann das von den anderen Schweinen sich da... Ja, da sind auch noch Schweine, da sind Wildschweine drin, nicht? Und das Schwein will auch wild sein, das ist seine Natur. Seine Natur ist wild. Wenn Sie mir helfen wollen... Also ich hole jetzt erstmal das Schwein und dann bin ich wieder bei Ihnen. Ja, danke. Sehr total lieb von Ihnen. Ja, komm mal, nimmst du noch genau. Und dann geht das auch schon los. Erwachsenen. Der Destroyer sagt, ich hab alles unter Kontrolle. Ich atme tief durch. Sabrina sagt, das zahlt deine Versicherung. Der Destroyer sagt, ich bin nicht versichert, ich bin unschuldig. Ich bin kein Bulle. Entschuldige dich. Entschuldige dich, sag, dass ich im Recht bin. Verbeuge dich vor den Destroyern. Ich will das Problem besprechen. Ich sage nein, so geht das nicht. Der Bulle zeigt Sympathie. Bullen können reden. Sabrina sagt, du sagst, du bist schlau. Keiner hat dich gezwungen, du lässt alle warten. Alle dürfen raten, um überhaupt was passiert. Der Destroyer steigt aus, Sabrina steigt aus. Die Schubstange ist kaputt, der Blinker